Herzlich willkommen zu To the Moon, einem Spiel von Freebird Games. Ich freue mich schon sehr auf diesen Indie-Titel. Der hat bei der Metacritic-Community 2011 es geschafft, zum Spiel des Jahres ernannt zu werden. Auch wenn man bei Community-Bewertungen immer vorsichtig sein muss, ist trotzdem schon eine schöne Leistung. Und hat Skyrim sowie Battlefield 3 weit hinter sich gelassen. Ich werde schauen, dass ich in diesem Let's Play nicht ganz so viel dazwischen quatsche, sondern ein sehr, sehr stimmiges, von der Story her auch anscheinend relativ trauriges Spiel sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich will versuchen, die Atmosphäre etwas zu bewahren. Und daher schauen wir mal rein. Aber erst einmal muss ich etwas machen. Oben, links, rechts, unten. Es gibt nämlich etwas größere Probleme beim Aufnehmen von To the Moon. Aber das sollte jetzt funktionieren zum Synchronisieren. Wo bist du mit deinem Gedanken, Nail? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen einen Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm, der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben sein Lieblingsfellknäuel gerettet, so Krise abgewendet. Gut, das kannst du ja alles in den Bericht so schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Okay, mit der linken Maustaste können wir agieren. Und auch uns bewegen. Okay, jetzt haben wir die Ausrüstung. Hab das Mistding, lasst uns loslegen. Schauen wir mal. Eine brandheiße Karre. Naja, brandheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Gucken, ob wir irgendwas noch machen können. Ah ja. Ach, hör schon auf. Ich habe das Auto zu Schrott gefahren, nur um ihn auszuweichen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren? Das ist ein bisschen zu viel verlangt. Das Arme. Okay, wir haben einen Pfeil. Wir können hier nach oben. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. Okay, da geht's nicht weiter. Wer hat denn da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist es ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal, unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Okay, wir können das sogar auswählen, mit den Händen bewegen, einen Ast finden und dann die Mission abbrechen.
Wir nehmen allerdings einen Ast, weil ich glaube, das wird der hier unten sein. Ein Ast wird reichen. Ah, jetzt steuere ich sie. Ast erhalten und jetzt dürften wir das ausprobieren können. Okay, hoffentlich funktioniert das. Was war das? Das... Hast du das auch gesehen? Sowas wie ein Ball. Na gut, egal, wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. So, dann gehen wir auch direkt weiter. Nein, cool gemacht. Okay, das Spiel ist wirklich sehr schön gezeichnet. Es müsste mit dem RPG-Maker gemacht sein, ich bin mir nicht sicher. Okay, hier ist sonst nichts. Okay, hier müssen wir wohl hin. Klopf, klopf. Mom, Sie sind da. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Nachtschichten, liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsch ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider... Ah, die Tür geht auf. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Was denkt sich je? Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watts und Dr. Rosalene, nehme ich an? Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem, ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. So, jetzt nehmen wir erstmal den Koffer. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Oh gut, wir müssen zwar nach oben, aber ich sehe, dass wir hier noch verschiedene andere Räume haben, die wir theoretisch begehen können. Nach oben? Ja, natürlich. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligsten Noten. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben.
Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Okay. Ja, komm schon. Musik ist aber wirklich sehr schön. Wollen Sie aufbauen? Erstmal umsehen. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihm bleibt, aber ich würde mich beeilen. Gut, dann bauen wir auch das Gerät mit direkt auf. Ja, wir möchten aufbauen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh, Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Was ist denn das für ein Gerät? Dr. Rosalene. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Die beiden können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt Ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja. Weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen, er hat sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer geht los und durchsucht das Haus? Charakterauswahl. Dr. Watts. Ich mache das, ich habe meinen Sherlock Holmes in der Theater-AG gespielt. Du hast den Watson gespielt? Paar ist doch das gleiche. Einfach hier konfigurieren, die läuft schon. Meine Kinder können sie hier herumführen, die sind wahrscheinlich unten am Piano. Das Piano hätte ich auch gern. So, wir können uns jetzt verschiedene Sachen anschauen, um Informationen über den alten Mann zu finden. Zuerst gibt es einmal das Bücherregal. Eine Auswahl an medizinischen Fachartikeln. Dann haben wir hier nichts. Dann gehen wir einfach mal in diesen Raum rein. Das Badezimmer. Hier haben wir ein Leuchten. Okay. Damit kann man also dann interagieren. Okay. An, aus. Sehr gut. Sonst ist in diesem Badezimmer aber nichts. Nein. Vielleicht später irgendwann. Gehen wir mal nach unten. Ah, Bilder. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Da
Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Und dieses Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Okay, das ist jetzt nicht sehr aufschlussreich. Warten Sie, kommen Sie noch mal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Okay, dann sprechen wir. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Dazu müsste ich wissen, wie ich das Menü öffne. Okay. Dr. Neil Watson, technischer Spezialist, Simon Korb. Notizen, Inventar. Okay, aber ich kann damit nicht interagieren. Das wird wahrscheinlich später noch wichtig werden. Okay, eine Uhr. Sehr, sehr schöner Soundtrack. Kinder spreche ich gleich erst an. Okay, hier sind wir in einem weiteren Badezimmer. Wir können aber hier im Waschbecken interagieren. Einschalten und Wasser laufen lassen. Und jetzt? Okay, ausschalten können wir es nicht. Gut. Ich sollte erstmal die Kinder fragen. Trotzdem hineingehen? Ja. Okay, hier haben wir anscheinend eine Art Arbeitszimmer. Wieder ein Bücherregal. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerk gesammelten Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten, pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier. Und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Weiterlesen? Ja. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. So, ich glaube, dass ich die wichtigen Informationen nicht bekomme, bis ich nicht die Kinder anspreche. Von daher machen wir das jetzt direkt mal. Führt mich durchs Haus. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Das ist vielleicht. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja! Nein. In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr, drei Käsehochs? Wir wollen $1 Trillion. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Was?
Das ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mama hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durch das Haus. Wie sieht's aus? Klar, ich hole sie oder lasst den Mist und kommt. Na komm, ich hole sie. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen raufzurennen, sonst würde ich das eurer Mutter erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Das ist ja fast wie eine schreckliche Quest und ist gleich am frühen Abend.